Viele gehen gerne in den Gottesdienst. Auch deshalb, weil es zu ihrem Alltag und ihrem Leben halt dazugehört. Aber was ist, wenn es eines Tages mal nicht mehr geht? Zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen am Gemeindegottesdienst teilzunehmen. Dazu haben wir Helga Biel aus Eckmauern befragt. Frau Biel, Sie können nicht mehr in den Gottesdienst kommen oder werden wahrscheinlich nicht mehr in den Gottesdienst kommen. Warum das? Gesundheitlich geht es mir nicht gut. Ich bin noch bis vor kurzem bin ich gegangen, aber jetzt, es geht nicht mehr, es ist für mich eine halbe Stunde Weg. Und jetzt am letzten Sonntag war es eine Dreiviertelstunde. Ich bin immer stehen geblieben. Ich bin etwa 8-mal unterwegs stehen geblieben, weil ich eine Beklemmung hier hatte und keine Luft mehr bekam. Und da habe ich mir gesagt, das kannst du nicht wieder machen, das geht nicht. Ich kann ja plötzlich umfallen. Hm? Der wird Ihnen fehlen, der Gottesdienst? Oh ja. Und das fehlt mir. Ich bin ja jeden Sonntag gewesen. Und jetzt plötzlich, es geht nicht mehr. Muss man erstmal verkraften. Und dann ist es ja gut, dass man als Ersatz von diesem Gottesdienst einen Fernsehgottesdienst hat. Dass also jeder gucken kann, der nicht mehr in die Kirche gehen kann. Und das ist schön. Was wird Ihnen am Gottesdienst fehlen? Eigentlich alles. Also der Segen, Vater unser bet ich selbst, der Segen fehlt. Und alles, schon die Atmosphäre, das Liedersingen, das ist so was Schönes. Die Predigt, wenn man sie nicht, auch nicht immer versteht, muss ich dazu sagen. Ja? Aber das ist etwas, was einfach fehlt. Wie viele Jahre Gottesdiensterfahrung haben Sie? Ja, ich bin an für sich als kleines Kind schon in Kindergottesdienste gekommen. Und dann sonntags, meine Eltern, und das gab es nicht anders. Sonntags gingen wir in die Kirche, das wusste ich. Ja, und dann später, ich habe das immer mit meiner Mutter durchgehalten, als mein Vater gestorben war. Da bin ich gegangen, auch in Kriegszeiten, das war schwer. Man wurde ja beobachtet, ich wusste das. Wir waren mit unserem Pfarrer sehr gut dran. Und der hat uns auch viel erzählt, wie er zu leiden hatte unter den Nationalsozialisten. Und so gut wir konnten, sind wir gegangen. Aber es kam eine Zeit, da marschierten die Russen ein, da ging es nicht mehr. Die Zeit war so schlimm. Da wurden Leute aufgeschrieben, die in die Kirche gingen. Unser Pfarrer wurde ausspioniert, das hat er uns erzählt. Also es war eine ganz schlimme Zeit. Sie sind irgendwann ja aus eigenem Antrieb in den Gottesdienst gegangen. Ja, hat sie ja keiner mehr gezwungen. Ich bin immer mit meiner Mutter, mein Vater ist sehr früh gestorben, immer mit meiner Mutter gegangen. Und als sie dann gestorben war, das ist für mich logisch, der Sonntag war Gottesdienst, das kannte ich nicht anders. Und das war auch schön so. Es waren manchmal schlimme Zeiten, wenn ich dran denke. Wir hatten die russische Besatzungszone, wo ich wohnte, und das war oft nicht einfach. Die Pfarrer hatten es schwer, teils wurden sie sogar eingesperrt, das weiß ich von einem bekannten Pfarrer. Es war eine ganz schwere Zeit, aber so gut ich konnte, bin ich gegangen. Das weiß ich. Wenn Sie sich so einen Gottesdienst vorstellen könnten, für Sie als Frau Biel sozusagen handgeschnitzt, was würden Sie sich wünschen, was müsste unbedingt drin vorkommen? Ja, also drin vorkommen die Lieder, schöne Lieder. Wir haben genug schöne Lieder im Gesangbuch. Welche singen Sie gerne? Und also mein Lieblingslied ist ja Stern, auf den ich schaue. Das ist mein Lied, das habe ich sehr gern. Und wie war die Frage jetzt nochmal? Wenn Sie einen handgeschnitzten Gottesdienst kriegen könnten, was müsste drin vorkommen? Die Lieder, sagten Sie? Die Lieder und die Gebete sind mir wichtig. Die Gebete. Gebete auch für andere Menschen. Das ist wichtig. Die Predigt, je nachdem, über was gepredigt wurde. Und
Ja, Segen ist klar. Der ist ganz wichtig zum Schluss, der Segen. Wenn Sie heute den Konfirmanden raten könnten, würden Sie sagen, die sollen in den Gottesdienst gehen? Und wenn ja, warum? Ja, ich denke, die lernen in der Konfirmandenstunde viel. Die müssten auch darüber eine Antwort wissen, warum sie in den Gottesdienst kommen sollen. Sie müssen mal an ihr späteres Leben denken, aber das machen die nicht mit 14 Jahren, das ist klar. Und was sie von Gott geschenkt bekommen haben, das müssten sie mal sich überlegen. Das macht heute keiner. Aber dafür ist der Gottesdienst ein guter Platz, denken Sie? Ist ein guter Platz, wenn man, ich weiß nicht, wie ist das, müssen die jeden Sonntag gehen oder ist das auch freiwillig, das weiß ich nicht. Die sollen möglichst jeden Sonntag gehen, ja. Aha. Ich denke, dass viele gehen, weil das Muss dahinter steckt, denke ich. Und ich meine auch, ich kann nicht verlangen, dass mein Kind in die Kirche geht, wenn ich als Mutter selbst nicht gehe. Wenn die Eltern nicht in die Kirche gehen, können sie ihr Kind nicht zwingen. Das Kind hat ja die Eltern als Vorbild. Dann danke ich Ihnen, dass Sie so viele Jahre und Jahrzehnte ein gutes Vorbild waren. Und ich wünsche Ihnen gute Gottesdienste am Fernseher und dass Sie doch ab und zu mal zu uns in die Kirche kommen können. Ich möchte gern und ich glaube auch, dass ich jemanden finde, der mich mitnimmt.